So, willkommen zurück bei Bioshock. Ich habe etwas länger nicht mehr gespielt. Hoffentlich bin ich nicht eingerostet. Gut, ich muss, glaube ich, jetzt immer noch drei Typen töten. Gleich habe ich schon untersucht, ne? Die Tür zum Poseidon Plaza steht dir jetzt offen, kleine Motte. Poseidon Plaza ist hier vorne, ne? Dass ich den Vorhang öffne. Oh. Das sieht aber kalt aus da drinne. Ich kann deinen Atem sehen. Du kannst meinen Atem sehen. Das ist ja toll. Du glaubst, du kannst mir hier drin den Rest geben? Du alter Spinner? Die anderen Schwachköpfe, die du in die Gefrierkammer geworfen hast, sind wie die Kaninchen in Panik ausgebrochen. Ich habe einfach zugesehen und abgewartet. Und als sie langsam eingegangen sind, habe ich angefangen zu suchen. Hab mir einen kleinen Splicer-Cocktail gemixt. Wenn du nicht aus der Kälte raus kannst, musst du dein Herz in Eis einpacken. Und dann kommt der Eismann, Thunderbaby. Dann kommt irgendwann der verdammte Eismann. Guck mal, eingefrorene Splicer, die man sogar fotografieren kann. Was ist das denn alles? Alles Fuggles-Splicer hier. Aha, okay, da ist noch eine Armbrust. Ah ja, das muss ich auftauen. Verband. Ey! Was ist das? Hallo? Ich schätze, der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden herzuschicken. Der Hurensohn will mich hier erfrieren lassen. Ey. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. Was zum Henker war das? Wo bin ich jetzt denn gelandet? Ach, immer noch da, wo ich vorhin war. Die Mini-Station. Ja, kann ich immer eben schnell hacken. Gut. Schauen wir mal, was es hier weiter gibt. Hahaha. Aber die hinterlassen anscheinend nichts. Hey. Au. Der macht ja gar nicht so viel Schaden, der Typ. Ich muss den Namen einer Schrotthang bekommen. Verdammt, ey, der macht böse Schaden. Okay, dann machen wir es halt anders. Das ist meine. Idiot! Mach ein Foto von ihm und setz es in das Quadrichon ein. Ich fühle mich so voll wie ein schwangeres Weib. Hä? Der macht gar kein Foto von dem. Warum? Ja, jetzt setze das Bild in den Rahmen ein. Mal sehen, was wir da haben. Oh, cool. Nehmen wir Frozen Field. Als. So. Was haben wir denn noch hier? Mülleimer, zwei Enzymproben. Anscheinend habe ich alles kaputt gemacht mit meiner Granate, die ich einmal reingeschmissen habe. Da liegt noch. Kiste mit Granaten. Ansonsten war hier, glaube ich, nichts, ne? Ja, gut, nochmal eben schon $10 für die Heilung ausgeben.
Oh! Ich glaube, das wird interessant. Ne, wird's nicht. Okay. Hängen wir schnell das Foto rein. Wow! Au! Oh! Was ist jetzt los? Ganz viele Splicer anscheinend. Oh, ein Big Daddy. Oh oh. Boah, wie lange ein... Oh! Oh oh! Ich hänge irgendwo fest! Na komm, spring runter! Geht doch! Sahne! Ein Elite-Bouncer ist das! Okay. Wo ist denn die Little Sister? Ich kann jetzt nur fotografieren. Sahne! Kleiner Anstieg der maximalen Gesundheit und Eves. Bouncer. Erhöhter Schaden. Ja, super. Bouncer. Ich weiß, dass Bouncer anfällig für Bassmer sind. Und ich rette dich. Juhu, ich krieg wieder was geschickt. Hier müssten immer noch zwei tote Welsmer sein. Splicer. Jupp, sind sie auch. Ach, das ist eine normale Leiche. Also diese Elite-Bouncer, die machen damit echt kurzen Prozess mit den Gegnern, muss man sagen. Die haben jetzt auch nicht gerade wenig Schaden an mir gemacht. Ich kaufe mal eben zwei Verbandskästen. Nach. Und ich hänge das Foto auf. Der Kreis schließt. Ja. Es wird immer Zweifler geben. Ein Geschenk. Cool. Ja, oder? Ich könnte einen Zweifler nie in meiner Nähe dulden. Ich kann das nie hacken. Okay, wohin jetzt? Cohen, wohin jetzt? Hm? Kann ich da noch weiter? Da ist schon wieder ein Big Daddy aufgetaucht. Soll ich noch einen Fight gegen einen Big Daddy machen? So, eigentlich das Ding aufgehen oder nicht? Meine ich doch. Okay, aber bevor ich das mache, glaube ich, mache ich nochmal einen Kampf gegen Big Daddy. Der sich jetzt erstmal bei der Little Sister holen soll. Ich will erstmal ein bisschen Adam haben. Falls dann an einem Automaten bin, dass ich mir ein bisschen Zeug ranholen kann. Hier habe ich gerade irgendwo einen gehört. Da! Habe ich auch schon das Geschenk? 200 Adam, Hypnotize Big Daddy 2 und 4 Verbandskästen. Toll. So habe ich den 2 gekauft, wenn ich jetzt so viele geschenkt bekomme. Atlas ist ein Parasit. Seien Sie kein Freund von Atlas. Da. Ein Elite-Bouncer. Erstmal durchfotografieren. Sehr schön.
Holst du die Analysis raus? Bitte, 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 tu mir den Gefallen. Macht das schön. So, erstmal die Sister fotografieren. Wenn es geht, dass ich noch ein Forschungsabding bekomme. Sehr schön. Kleiner Anstieg der maximalen Gesundheit und des Eves. Okay. Ich sehe gerade, wir haben keine Zeit mehr, aber im nächsten Episode werden wir auf jeden Fall einen Kampf gegen die beiden machen. Also, bis dahin.